Yay, heute schauen wir uns mal den Bravo RTA von Motofo an. 25 mm Durchmesser, innen drin haben wir ein Dual-Coil-Deck. Mal schauen, was der so kann. Also auch heute wieder dranbleiben, spannend. Hallo Leute. Aber ein Herz für Kaffee. Ja, es ist Samstag. Noch scheint die Sonne und die ist gleich weg. Und dann soll es den Rest des Wochenendes regnen. Aber es soll warmer Regen sein, also schauen wir uns doch heute mal den Bravo RTA von Votofo an. 25 mm Durchmesser. Je nachdem, welchen Tank ihr drauf packt, passen 4,5 ml wie hier oder 6 ml an Liquid rein. Und wir haben ein, mal ein bisschen umständlicher zu wickelndes Dual-Coil-Deck. Eigentlich ist es ein Single-Coil-Deck, in das wir von beiden Seiten Draht reinstopfen. Aber dazu in der Detailansicht mehr. Und ich würde sagen, da wandern wir auch mal sofort hin. Schauen wir mal, was da so mitkommt. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder zum Fazit und Geschmackstest wieder. Also auch heute wieder dranbleiben. Spannend. First things first, wir fangen wie immer an mit der Verpackung des Bravo RTA von Votofo. Ja, das Ganze wieder in Giftgrün. Wir haben hier vorne diese kunstvoll gestaltete Grafik. Auf der Rückseite finden wir die Packaging-List, also was kommt mit, und ein paar Hinweise. Gut, machen wir das Ganze mal auf. Im Inneren befindet sich die Benutzeranleitung, dann dieses Vaping Votofo. Und natürlich das, was dazugehört. Ich habe jetzt den Bubble-Glas-Tank schon mal montiert. Wir haben aber auch nochmal hier einen Ersatz-Glas-Tank, den normalen, mit dabei. Und es kommt hier noch dieser Adapter mit für 510er-Drip-Tipps. Und ein wunderschönes Resin-Drip-Tip ist schon oben drauf, hier in Feuerrot. Unter dem Ganzen befindet sich noch das typische Zubehör. Einmal dieser Schraubenzieher. Dann kommen nochmal so ein paar Ohrringe und Schrauben und auch die Clamps nochmal als Ersatz mit. Ein bisschen Watte. Kommen wir erstmal zu den Spezifikationen des Gerätes. Wir haben einen Durchmesser von 25 mm und eine Gesamthöhe von 46 mm. In den Bubble Glass Tank, der jetzt hier montiert ist, der ist nicht ganz so bauchig, passen 6 ml an Liquid rein. In den Glas Tank, der noch mitkommt, in den schmalen hier, kriegt er immerhin 4,5 ml an Liquid rein, also auch recht ausreichend. Wir haben ein Dual Coil Gerät und an den Features, die werden wir uns jetzt mal einzeln alle anschauen. Es kommt ein sehr schönes Resin-Drip-Tipp mit. Ich versuche das mal hier wieder loszumachen. Das hat selber keine Ohrringe, ist aber wirklich sehr hübsch und auch sehr angenehm im Mund. Wir haben aber auch hier im Inneren einen Ohrring, das heißt, auch andere Drip-Tipps passen hier entsprechend rein, sitzen hier auch nicht wackelig oder so. Und ja, da könnt ihr euch austoben, je nachdem, was euch da optisch gefällt. Und wenn euch der Durchmesser egal ist, könnt ihr natürlich auch diesen 510er-Adapter verwenden. Der geht hier relativ flach rein, das heißt, das haben sie mal schön gemacht. Dadurch, dass die das hier so ein bisschen vertieft haben, hat man jetzt hier nicht mehr so diesen Abstand, den man bei anderen 15er-Adaptern hat. Und dort passen natürlich dann auch die entsprechenden Drip-Tipps rein, je nachdem, was euch da gefällt. Ja, der Bravo hat auch wieder einen Topfill bekommen. Was hier sehr gut auffällt, ist, wir haben hier diese Riffelung, diesen Eingriffe. Und hier ist es wirklich sehr einfach, das Ganze rauszudrehen. Wir können hier relativ gut zupacken. Und finden hier im Inneren sehr sauber verarbeitet zwei große Einfülllöcher. Die Topcap ist auch so gestaltet, dass die jetzt nicht so viel Luft, sag ich mal, reinpresst beim Zusammendrehen. Das war sehr unauffällig. Wir sehen da unten schon das Wickeldeck so ein bisschen. Und ja, ich finde, das ist auch von der Wertigkeit her, ist das durch diese Riffelung, sieht der Ganze nochmal so ein bisschen robuster aus. Gibt dem Ganzen eine schöne Optik. Und wie gesagt, ist auch dadurch sehr griffig in der Handhabung. Gut, im Unterbereich haben wir unsere Airflow-Control. Die besteht aus zwei Kammern, sage ich mal, auf beiden Seiten. Und lässt sich natürlich auch wieder stufenlos regeln. Hat auch einen Anschlag hier. Der 15er im unteren Bereich sollte hybridtauglich sein. Er steht relativ weit raus, über 1 mm.
Da könnt ihr den eigentlich überall draufschrauben, ohne da irgendwie Stress zu haben. Er ist nicht verstellbar, weil er hält auch die Pfosten auf der anderen Seite. Also lasst den immer schön fest angezogen. Und dann können wir im unteren Bereich das Ganze natürlich auch aufdrehen. Auch hier hilft uns wieder die Riffelung. Und dann kommt hier unser Wickeldeck, was wir uns gleich mal genauer anschauen, zum Vorschein. Und wir können uns hier die Verdampferkammer auch mal angucken. Weil auch die Glocke ist wieder sehr schön gefertigt. Wir haben hier vorne das Bravo-Logo drauf. Das Ganze ist so eine matt raue Oberfläche. Das sieht im Tank auch mit dem Liquid recht schick aus. Auch hier haben wir diese Riffelung auf der Seite. Und ja, ist insgesamt auch von der Oberfläche eigentlich sehr schön geworden, muss ich sagen. Also auch gerade die Optik bei dem Verdampfer durch die verschiedenen Oberflächen kommt sehr gut rüber. Haben sie sehr schön gemacht. Gut, Tank könnt ihr natürlich austauschen, je nachdem, ob ihr jetzt den Bubbleglas haben wollt oder ob ihr lieber die klassische Flachoptik wollt. Ihr seht auch, mit der flachen haben wir genug Platz auf beiden Seiten, dass da HVG dran vorbeikommt. Habt da keine Nachflussprobleme. Könnt euch rein nach Optik und natürlich, ja, wenn ihr jetzt mit 4,5 ml klarkommt, könnt ihr natürlich auch den schmalen Tank verwenden. Gut, dann schauen wir uns das Wickeldeck mal aus der Nähe an. Wir haben eine Airflow, die von beiden Seiten jetzt hier gegen unsere Coils blasen kann. Die ist relativ breit auch gefasst und kanalisiert. Das heißt, wir können hier mit der Coil schön oben drauflegen. Und wir haben auf beiden Seiten hier unsere Wattelöcher. Die sind relativ groß gefertigt. Wenn wir hier unten reinschauen, sehen wir, dass da unten auch nochmal so ein etwas tieferer Sumpf ausgefräst ist hier im unteren Bereich. Wenn wir durch die Löcher durchgucken, da sollte man die Watte dann auch entsprechend reinpacken, damit der letzte Rest auch noch rausgesaugt werden kann. Zumindest so ein paar Fitzelchen. Wir haben hier auf beiden Seiten diese Köpfe, die oben von den Kreuzschrauben gehalten werden. Ist ein bisschen problematisch. Ich zeige jetzt mal beim Zusammenschrauben auch. Weil je nachdem, wie ich jetzt hier zusammenschraube, kann das so ein bisschen schief werden. Also ihr solltet immer gucken, dann auch in welcher Richtung hier und wie ihr die Schrauben festschraubt. Wenn ihr mit den äußeren Schrauben anfängt und Runddrähte verwendet, dann passiert es halt, dass sich dieses Deck dann teilweise vielleicht auch so schief hochzieht. Und wenn man gerade dann zwei Drähte nebeneinander liegen hat, es hier nicht zu einem sauberen Kontakt kommt. Also ich würde dieses System hier nur für Flachdrähte empfehlen. Dafür ist es auch ausgelegt. Es gibt wesentlich bessere Lösungen, um Drähte zu befestigen. Also das ist zumindest mal auf jeden Fall eine Schwachstelle vom Bravo, die hier gewählt wurde. Ja, ansonsten klassisches Deck. Und ich würde sagen, wir packen hier einfach mal eine Wicklung drauf. Gut, als erstes schraube ich natürlich hier erstmal alles auf, damit ich da entsprechend mit den Drähten noch reinkomme. Dann können wir die hier entsprechend reinschieben. Das sind die, die mitkommen. Und wir fangen wie immer auf einer Seite an. Und da wir durch dieselben Löcher kommen müssen, knabe ich dann hier schon mal ab. Ich lege die einfach hier aufs Luftloch, dann habe ich die komplett richtige Länge. Und mit der zweiten Coil mache ich das natürlich auch. Die lasse ich aber dann direkt drin stecken und kann die dann direkt verwenden. Knack. Knack. Und schiebe die andere Coil dann von der anderen Seite hier wieder rein. Und dann können wir entsprechend hier die Schrauben unterschrauben. Hier fangt ihr jetzt erstmal an, sag ich mal, mit den beiden inneren Schrauben, die so leicht handfest zu drehen. Und zieht dann die äußeren Schrauben nach. Bis ihr auch da merkt, dass das Ganze feste ist. So leicht. Und dann ziehen wir so richtig fest die mittleren und danach nochmal die äußeren. Damit erreicht ihr dann auf jeden Fall den besten Kontakt. Und könnt sicher sein, dass die Klammern halbwegs gerade hochgekommen sind und da keine Schieflage ist. Die sollte halt komplett über dem Schlitz hier liegen. Von der Breite her ist das schon fast perfekt so. Seht ihr ja. Und mit der Höhe könnt ihr nochmal so ein bisschen das Ganze optimieren. Zieht sie nicht so hoch, den besten Geschmack habt ihr wirklich, wenn die da so knapp drüber liegt. Ihr mindert aber auch da oder erhöht damit so ein bisschen Zugwiderstand natürlich. Von daher, probiert einfach mal rum. Ich habe es jetzt hier so 2-3 mm über dem Luftloch und das schmeckt mir so eigentlich mit am besten. Gut, wie immer bei Fertigcoils glühen wir das Ganze natürlich jetzt auch nochmal so ein bisschen aus. Gucken wir mal, dass wir das Ganze auf Temperatur bringen hier. Und
ja, die Hotspots wegbekommen, wobei die Wicklung hier sich eigentlich schon ganz gut gestaltet jetzt von Anfang an. Kann man gar nicht meckern. Das passt so. Und die andere sieht eigentlich auch schon ganz gut aus. Von da würde ich sagen, lassen wir direkt so. Gut, dann verwenden wir auch direkt mal die mitgelieferte Watte. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Die fühlt sich eigentlich ganz gut an. Wir haben jetzt eine 3mm Keule. Das heißt, wir müssen eigentlich auch nicht viel ausdünnen. So wie es rauskommt, könnt ihr die Watte eigentlich runterpacken. Das passt vom Durchmesser her so. Es sei denn, ihr habt jetzt eine Watte, die wirklich mega aufquillt. Dann solltet ihr vielleicht dann noch ein bisschen rauspacken. Ja, bei dieser mitgelieferten weiß ich es natürlich jetzt auch nicht, wie die sich verhält. Aber ich würde sagen, wir riskieren das einfach mal. Gut, zweite Seite natürlich auch noch. Und auch hier nehme ich wieder die Pinzette, um das entsprechend da unten reinzupacken. Guckt halt, dass die Watte hier nicht auf den Gewinden ist. Weil hier greift ja dann gleich auch das Gewinde der Topcap. Und beim Zusammenschrauben geht das meistens noch, aber wenn ihr es damit auseinanderschrauben wollt, hakt das in der Regel. Gut, dann packen wir nochmal was von dem neuen Berry Tart von Dinner Lady oben drauf. Damit wir die Keule schon so direkt so richtig einsauen. Heute wird zuckersüß. Wenn die Watte feucht ist, dann könnt ihr die natürlich hier nochmal so ein bisschen dran ziehen. Und dann wären wir soweit auch erstmal fertig. Deckel oben drauf. Weil die Öffnungen sind hier groß genug. Füllt auf jeden Fall nicht oberhalb den Rand. Und dann wären wir auch erstmal soweit fertig mit dem Bravo RTA. Und ich würde sagen, wir gehen mal nach oben und kommen so langsam zum Fazit und Geschmackstest für diesen Dual Coiler hier. Mit dem etwas umständlichen Klammersystem. So, da bin ich auch schon wieder. Ja, drin habe ich jetzt Lemon Tart, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nee, das ist dieses Berry Tart von Dinner Lady. Neue Geschmacksrichtung. Ist ein bisschen brombeerig. Und noch andere Früchte. Und tartig, also Kuchengeschmack mit dabei. Und es ist wieder hammersüß. Aber ich sage wie immer, mein Liebling ist immer weiterhin noch Lemon Tart. Aber das ist zumindest mal nicht schlecht. Wenn man sich die Big ML mal anguckt, die jetzt rausgebracht haben oder vertreiben, fand ich die geschmacklich alle ja, so lala. Mache ich vielleicht auch nochmal ein Review zu. Bei dem hier sage ich wieder, jo, das ist auf jeden Fall ein gutes Liquid. Nun gut, kommen wir mal zum Bravo. Eigentlich, ja, hätte das ein richtig geiles Teil werden können. Aber wenn es euch egal ist, dass da diese Klammern drin sind, dann auf jeden Fall habt ihr an dem Teil Spaß. Ihr habt gesehen, das sind. Ihr müsst mit zwei Drähten durch dasselbe Loch und dann müsst ihr die Klammern da hochschrauben. Das geht schon easy beasy. Aber es ist halt ein bisschen fummeliger als bei einem klassischen Velocity Deck oder anderen Decks da draußen, die ja so ein bisschen auf einfaches Wickeln ausgelegt sind. Das ist hier so ein bisschen fummeliger. Aber wie immer natürlich lösbar. Und dann bekommt ihr auf jeden Fall ein Gerät, was sehr gut schmeckt. Die Airflow macht jetzt nicht viel anders, aber geschmacklich haut der schon sehr gut raus. Die Verdampferkammer ist jetzt auch nicht besonders klein oder so. Von daher einfach mal wieder, so wie beim Troll RTA, den ich ja heute immer noch gerne einsetze. Und sogar zwei davon habe. Ich habe mir jetzt nochmal einen goldenen davon geholt. Auch wieder ein schönes Gerät von Votofo, was gut funktioniert. Ja. Und die Wertigkeit gerade vom Äußeren her finde ich halt sehr gut. Ich meine, die Gewinde und so waren bei Votofo nie ein Problem. Das funktioniert alles. Die Maße sind gut. Das heißt, es fängt schon bei den Drip-Tip-Anschlüssen an. Da passt einfach alles rein. Ne, da habt ihr nichts am Wackeln oder so. Auch von der Konstruktion her finde ich gut mit diesem 15-Adapter, dass der dann hier so ein bisschen versenkt wird auch. Das, da hat man mal so ein bisschen mitgedacht.
Und das ist auch schön griffig hier. Durch diese Riffelung kriege ich das Ding gut auf. Ich kriege die Airflow schön verstellt, aber das ist auch nicht so lang labberig oder so. Passt einfach alles von den Maßen her und ja, ist eigentlich ein schönes Gerät von der Optik her. Wie gesagt, mit den Klammern, das hätten sie so ein bisschen besser machen können. Aber wenn ihr da kein Problem mit habt, dann habt ihr an dem Teil auf jeden Fall Spaß. Die 6 ml, die in das Bubbleglas reinpassen, sind natürlich auch nochmal verführerisch. Ich finde es aber von Optik her jetzt hier mit den 4,5 ml in der Version ja, wesentlich schöner. Und dass man jetzt auch mal einen Resin-Drip-Tipp und nicht irgendwie immer nur diesen Ultimist reinpackt, ist natürlich auch positiv. Aber es passen natürlich auch die ganzen anderen Drip-Tipps, die es gibt jetzt für diesen Anschluss. Und ja, vom Zuggeräusch her. Haben wir wieder diese Geschichte mit dem leicht pfeifigen. Wenn ich die etwas weiter zudrehe, aber nicht so, dass man hier mit auf den Fußballplatz gehen kann oder den Zug dazu bringt, dass der Schaffner sich umdreht. Passt soweit? Ja, soll ich noch sagen? Kinder. Gut, das wäre es aber von mir heute zum Votofo Bravo. Wenn ihr noch Fragen habt, dann macht das gerne unten in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, macht gerne den Daumen hoch und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, geht gerne auf Abonnieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es von mir was Neues gibt. Und ich sage wie immer, bis die Tage. Tschüss, eure Dampfwolke.